Sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, ich darf Sie zu einer weiteren Folge unserer Salto-Debatte begrüßen. Eigentlich wäre geplant gewesen, wieder eine Zweierrunde zu veranstalten mit Franz Blohner vom Team K. Danke für Ihr Erscheinen. Und mit Frau Renate Gebhardt von der SVP. Leider hat Frau Gebhardt kurzfristig abgesagt. Aber wie Sie sehen können, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, der Wille unsererseits war vorhanden. Aber nun zu Ihnen, Herr Blohner. Guten Abend. Dankeschön, ebenfalls. Sie treten an für das Mitte-Links-Bündnis, werden unterstützt von Plus Europa, vom PD und den Grünen. Erstmals eingezogen sind Sie in den Landtag 2018 für das Team K. Und jetzt wollen Sie schon nach Rom? Nun ja, ich habe jetzt ja 4 Jahre politische Erfahrung im Landtag gemacht. Und ich denke, diese politische Erfahrung, die ich im Landtag gemacht habe und auch mit meiner Kompetenz, die ich im Berufsleben mitgenommen habe, denke ich, dass es sinnvoll wäre, auch diese Kompetenz, diese Erfahrung und dergleichen mit nach Rom zu nehmen, als gegenüber der SVP, insbesondere auch der alteingesessenen Politiker, die immer dort sind, und der Juristen, und das ist ja die Frau Gebhardt, die, so empfinde ich es, zunehmend mehr die Beziehung zum Volk verloren haben, zu den Bürgern. Sie machen Gesetze in einer Glaskugel drinnen. Und ich denke, ich komme aus der Bevölkerung heraus, aus den einfachen Menschen, und möchte diese Menschen hineinbringen in das Parlament nach Rom mit ganz bestimmten Aufgaben. Und es tut mir insbesondere auch leid hier, nur mit dir ein Gespräch, mit Ihnen ein Gespräch zu führen, da ich meinen Widersacher ja nicht hier habe. Ich kann jetzt nur mit einem Phantom sprechen. Aber dieses Phantom werde ich versuchen, so gut als möglich zu entzaubern. Vielleicht gelingt es mir. Insbesondere deswegen möchte ich es tun, da in einem Leitartikel, ein Interview, das sie gemacht hat in einer Bezirkszeitung, die Überschrift folgendermaßen stand: Der Spaziergang wird das sicher nicht. Und ich möchte Ihnen diesen Spaziergang etwas verhindern bzw. schwieriger machen. Deswegen kandidiere ich auch. Das ist eigentlich eine interessante Aussage von der Frau Gebhardt. Die hat nämlich bei den letzten Parlamentswahlen stolze 65% der Stimmen im Einerwahlkreis Brixen erreicht. Interessant wäre es in dem Zusammenhang zu erfahren gewesen, ob sie dieses Mal ein ähnlich gutes Ergebnis erwartet oder ob das tatsächlich ein schwieriger Spaziergang wird. In dem Zusammenhang, weil laut einer Umfrage der Südtiroler Wirtschaftszeitung die Zustimmungswerte für die SVP extrem gesunken sind. Und da wäre es vielleicht auch von Ihnen interessant zu hören, erwarten Sie so eine Art Denkzettelwahl oder wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen ein? Meine Chancen, wenn man in den Ring steigt, dann will man ja gewinnen. Das ist ganz einfach. Also wenn ich steige auch in den Ring. Ich bin noch nie in einen parlamentarischen Ring eingestiegen. Und deshalb lasse ich jetzt den Wähler entscheiden. Er kann entscheiden zwischen dem Phantom, das gegenüber mir sitzt, oder zwischen mir, der nun physisch hier ist, und seine Meinung präsentiert. Und ob sie nun 65% gemacht hat oder nicht, das ist ein Ergebnis, das sie damals eingefahren hat, weil sie wahrscheinlich keinen Kontrahenten hatte oder Kontrahentinnen hatte. Nun haben wir einen Ernstzunehmenden. Das will ich nicht sagen, ob ich ernst zu nehmen bin. Also ich will mir nicht jetzt eine Krone aufsetzen. Ich versuche meine Arbeit gut zu machen. Es gibt ja auch Frauen. Also ich will ein Kontrahent ihr gegenüber sein. Und nun soll der Wähler entscheiden, ist der gut, ist er nicht gut, der entspricht meinen Vorstellungen oder nicht. Und damit werden die Ergebnisse nachher und die Resultate dafür sprechen, ob ich ihr diese 65% doch relativ knapp von meiner Seite entziehen kann. Und das ist mein Ziel. Vielleicht wären wir mehr als Sie. Ja, eine meiner Eingangsfragen an Frau Gebhardt wären zum Beispiel gewesen zum Thema Autonomie. Die SVP hat sich nämlich, ist mit dem Wahlslogan angetreten, mehr denn je Autonomie wählen.
In dem Zusammenhang wäre es vielleicht interessant zu erfahren gewesen, wie die SVP gedenkt, die Zuständigkeiten, die verloren gegangenen Zuständigkeiten wieder zurückzubekommen. Aber auch Sie, habe ich gelesen, in Ihrem Wahlprogramm setzen sich für die Autonomie ein. Ich habe dort gelesen, dass Sie unsere wertvolle Autonomie stärken möchten. Zuständigkeiten müssen zurückgewonnen, eingefordert, erweitert werden. Sollten Sie nach Rom fahren, wie möchten Sie das schaffen? Ja, ich denke, jeder Parlamentarier, welcher Couleur auch immer, aus Südtirol, wird sich für diese Autonomie einsetzen. Und das ist auch mein Auftrag. Und ich möchte diese Autonomie so haben, dass es von allen drei Volksgruppen empfunden wird, dass das für sie ein großer Vorteil ist. Und die SVP hat das nicht gebrachtet. Und das kann doch nicht ihre Aufgabe nur mehr sein, dass sie sagt, ich stehe für die Autonomie, auch alle anderen stehen für die Autonomie. Nun möchte ich das noch kurz ergänzen. Wie will eine Partei, die in sich zerstritten ist und die fordert, wir sollen Einheit und wir sollen Zusammenhalt fordern, aber gleichzeitig in ihrem inneren Zirkel eine Zersplitterung darstellt? Wie wird man eine solche Partei in Rom dann noch wahrnehmen oder ernst nehmen, wenn es heißt, die streiten, die Rechten streiten gegen die Linken streiten in dieser Partei, in dieser Sammelpartei. Und da haben sie ja nicht mehr die den primären Gedanken, sich für die Autonomie einzusetzen. Unabhängig davon muss ich dann sagen, ob sie sich immer für die Autonomie Kompetenzen, weil Kompetenzen haben sie in den letzten 4 Jahren ja nicht zurückgeholt, keine, muss man sagen. Ob sie sich nicht deswegen keine Kompetenzen, weil sie vor allem für lobbyistische Tätigkeiten in Rom tätig sind. Oh, das ist ein heftiger Vorwurf. Könnten Sie das ein bisschen genauer definieren? Lobbyismus in welcher Hinsicht? Ich meine, man sieht es ja hier, wie es in Südtirol schon abläuft. Diese Partei steht für ganz bestimmte Strömungen. Und diese Strömungen werden ja nach Rom gebracht. Und wenn Sie den letzten Auftritt in der übertragen in der Tageszeitung, als der Minister für Tourismus da war, und ich sehe dann einen alten Verantwortlichen der Partei SVP dort, und wir entscheiden im Landtag, die Bettenstopp runterzufahren oder einzuführen, und dort klatscht einer und schlagt zu, dann muss das ja rein von der bildlichen Ebene her schon Lobbyismus darstellen. Und da ist noch nicht er alleine gewesen, das sind noch andere Größen der SVP präsent gewesen. Das spricht doch Bände. Und das sollte man sich auf der Zunge, aber auch in seinem Gehirn mal herunterladen. Na, inzwischen hat ja das Team K doch erhebliche Relevanz in Südtirol gewonnen. Wie macht man sich unabhängig von Lobbyisten? Gelingt das überhaupt? Und da auch erst recht in Rom? Ich bin immer der Meinung, wir müssen unabhängig sein, sonst bin ich ja kein politischer Entscheider. Ich muss primär mit den Leuten reden, dann im Konsens, im Dialog die Sachen abdiskutieren, Ziele vereinbaren und diese, so habe ich es in meinem Berufsleben auch gesehen, Ziele zu vereinbaren und diese Ziele müssen im Kontext der Bevölkerung, der gesamten Bevölkerung rauskommen. Und das darf nicht im Sinne von Partikularinteressen oder besonderen Interessen sein. Und diesen Stil, den wir haben im Landtag von unserer Seite, möchte ich genauso in Rom vertreten und umsetzen. Klar, ich bin nur einer von 400, das sind ja dann in der Kammer nur mehr 400. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass man dort auch Leute gewinnen kann, die diesen Weg gemeinsam gehen. Und so ist das auch mein Ziel, das dort so in dieser Form umzusetzen. Sie sind vielen bekannt, vor allem für Ihren Einsatz zum Erhalt der kleinen Krankenhäuser Innichen, Schlanders und Sterzing. Wenn ich Ihnen vorwerfen darf, Lobbyist zu sein, dann in der Hinsicht, dass Sie sich für den Sanitätsbetrieb einsetzen, das, würden Sie das unterstreichen, betonen? Nein, das ist nicht Lobbyismus. Denn wir haben den Artikel 32 der Verfassung. Und was schreibt der Artikel 32? Der Artikel 2, ich zitiere, die Republik hütet die Gesundheit als
Grundrecht, und das muss man sich auf der Zunge zergehen, ist ein Grundrecht des Einzelnen und gewährleistet den Bedürftigen kostenlose Behandlung. Und wenn ich diese Grundrechte einfordere, und wir haben in Italien ein sogenanntes steuerfinanziertes öffentliches Gesundheitswesen, dann muss ich das allen Bürgern zur Verfügung stellen. Und in einem ländlichen Raum haben die peripheren Häuser eine ganz besondere Bedeutung. Denn diese Menschen haben keine anderen Ansprechpartner als die fachliche Kompetenz in diesen Häusern. Und diese fachliche Kompetenz muss ich dort mit entsprechendem Fachpersonal auch entwickeln. Und wie kann ich das? Ich kann nur das dann machen, wenn ich, und da steht auch, da gibt es ganz besondere Vorgaben vom Staat noch, das leider Gottes ist das aus dem Jahre noch 58 und dann ist es nicht mehr geändert worden, sogenannte Krankenhausversorgungsstrukturgesetz, das gäbe es, wo drinnen steht, was solche Häuser vorweisen müssen und sollten. Und dazu stehen einfach die vier Grundzäuler der Grundversorgung, das ist die innere Medizin, die Geburtshilfe, die Gynäkologie, die Chirurgie und auch die Pädiatrie. Da steht es ganz klar drinnen. Und ich habe mich immer für diese Grundkonzepte eingesetzt. Unabhängig davon möchte ich nochmal hinweisen, das Gesetz sehe vor, dass eine Geburtshilfe immer innerhalb von 30 Minuten erreichbar sein sollte und müsste. Und das muss ich auch in unserem Konzept verwirklichen. Und das ist mein Anliegen. Das ist nicht Lobbyismus, sondern ich wichte nur für diese Ja, ich wollte nur sagen, ich kämpfe für ein steuerfinanziertes öffentliches Gesundheitsleben, das diesem Grundrecht gerecht wird. Und wir dürfen nicht das erfahren, was wir teilweise in den nördlichen Regionen haben, wie der Lombardei, wo ein Shift, weil öffentlichen Gesundheitssysteme heruntergefahren wurden, die Investitionen stau und in den privaten Bereich rüberrutschte. Finden wir das nicht da momentan in Südtirol diese Entwicklung vor? Wir haben sie zurzeit noch nicht in diesem Ausmaß wie in der Lombardei, wo 40 oder fast 50% privat läuft. Das haben wir hier noch nicht. Das muss ich korrekterweise sagen. Ich will ja nicht sagen, dass privat nicht auch möglich wäre, aber es darf nicht den Schwerpunkt darstellen der Gesundheitsversorgung. Denn wir haben Bevölkerung, die das nicht leisten können und die dann, wenn sie eine medizinische Versorgung wollen, dann Monate rein auf eine normale Visite warten müssen. Mir hat heute in meinem Wahltätigkeit, auch in der Peripherie, will ich jetzt nicht die einzelnen Orte aufnehmen, eine Frau gesagt, ein behindertes Kind muss heute, um eine physiotherapeutische Betreuung zu haben, ein Jahr warten. Jetzt lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Ein Jahr warten. Mir schreibt einer, ich brauche eine Magnetresonanzuntersuchung und muss bis Jänner warten. Das ist für eine Diagnose und therapeutische Empfehlung ja nicht sinnvoll. Was tut der? Der muss dann in die Privat gehen. Ist das richtig? Würden Sie in diesem Sektor dementsprechend auch mehr Autonomierechte einfordern? Ich habe zum Beispiel gestern auch Landesrätin Waltraud Deeg bei der Vorstellung des Landessozialplanes gehört, die eben auch kritisiert hat, dass insbesondere bei der Impfpflicht und auch bei den Besuchszeiten diese Autonomieregeln nicht vorhanden sind. Würden Sie sich beispielsweise für so etwas auch in Rom stark machen? Jetzt müssen wir, Sie haben jetzt die Frau Geber-Deeg, Frau Deeg zitiert. Die Frau Deeg steht einem Sozialsystem vor. Und das Sozialsystem hat mit Gesundheitssystem nichts zu tun. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Denn im Sozialsystem und die Sozialbetreuung, da hat Südtirol die primäre Zuständigkeit. Und ich darf nicht Impfungen mit einem Sozialversorgung betrachten. Das ist es nicht möglich.
Währenddessen das Gesundheitssystem hat die primäre Zuständigkeit Rom. Und wir haben nur die sekundäre Zuständigkeit, und die haben wir ja auch übernommen, dass wir finanzieren unser Gesundheitssystem in Südtirol aus unserem Steueraufkommen. Mit 1,450 Milliarden circa heuer. Nun ist es, wenn ich die primäre Zuständigkeit in Rom habe, Gesundheit, und das verstehe ich auch, weil das ist ein Verfassungsproblem. Denn die Verfassung garantiert von allen die primäre Versorgung der Gesundheit. Also muss das von Lampedusa bis Brenner anwendbar sein. Und ich kann das nicht herausholen. Nicht im Gegensatz, wie es in Deutschland. Deutschland ist es, oder Österreich ein bisschen anders. Dort sind da sehr bundesländerbezogene Versorgung, wobei der Zentralstaat auch die Entscheidung trifft. Und wir sehen ja, was in Deutschland, welche Schwierigkeiten und in Österreich, welche Schwierigkeiten sie hatten in der Umsetzung, vor allem im Rahmen der Pandemie. Die ist viel leichter in Italien, aber auch in Frankreich ist es nicht anders. Da haben sie auch eine zentrale Gesundheit. In England haben sie auch, das ist viel leichter, weil ich dort eine zentrale Entscheidung treffe. Nun frage ich Frau Gebhardt, warum hat sie sich nicht in Rom eingesetzt? Die kann ja unten in die Ministerien hingehen und kann sagen, das und das müssen wir anders machen. Das ist so. Sie hätte sich sehr wohl einsetzen können, rein von der Impfung. Wie gelingt es uns, Menschen, die vielleicht nicht geimpft sind, dennoch im Berufsleben drinnen zu halten? Das ist Ihre Aufgabe. Da muss sie unten diskutieren. Klar können wir das nicht diskutieren. Wir können uns einsetzen, wir können nach Rom fahren, aber sie ist die primäre, oder ihr, die ganze Parlamentare, die in Rom sind, die sind die Primären unten, die zuständig sind, die müssen in die Ministerien gehen. Sind sie nicht unten oder sind sie mehr da oder interessiert sich das nicht? Deswegen denke ich, wenn ich in Rom bin, dann werde ich mit solchen Themen schon reden. Ich kenne ja ein paar Leute im Ministerium, die Mediziner sind. Und mit denen kann man das auch sinnvoll diskutieren. Und ich denke, das wäre auch sinnvoll, vor allem auf Überlegung, was bringt uns die Wissenschaft heute und wie könnten wir das anders regeln? Es war was anders am Anfang der Pandemie, am Anfang der Corona. Da wussten wir nicht, was diese Erkrankung ist. Die kennen wir jetzt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und da kann man sehr wohl Nuancen und Veränderungen einführen. Aber Sie würden zum Beispiel befürworten, dass sich bei den Besuchszeiten was ändert, nicht nur in den Altenheimen, sondern auch in den Krankenhäusern und auch was die Impfpflicht betrifft? Die Besuchszeiten regelt Rom überhaupt nicht. Die kann ich regeln. Das ist ein reines Organisationsproblem. Das kann der Sanitätsbetrieb und nicht mal der Sanitätsbetrieb, das kann auch ein Krankenhaus regeln. Wie mache ich das? Ich meine, ich habe ja drinnen gearbeitet. Ich weiß, wie das ist. Das kann ich regeln. Aber das muss der Sanitätsbetrieb sagen, in allen Krankenhäusern wird das so wahrgenommen. Und die Sozialbereiche in den Altersheimen hat mit dem Gesundheit nichts zu tun. Das ist Aufgabe des Assessorats vom Südtirol, mit dem Sanitätsbetrieb darüber nachzudenken. Wie mache ich das? Wie kann ich Sicherheit einführen? Das ist eine primäre Sache lokal und die kann ich lokal umsetzen. Wie ich vorhin gesagt habe, die Thematik Krankenhäuser. Ich sehe es, in Brixen ist die Zugang, ist die Besuchszeiten anders geregelt als in Bozen. Gehen wir mal dorthin. Das sind ja unterschiedliche Wohnzen. Und das kann ein Sanitätsbetrieb nicht auf die Reihe bringen, beziehungsweise das Assessorat. Deswegen frage ich mich auch, und das habe ich mehrmals auch schon anmoniert, wo steht das Assessorat in Südtirol? Ich höre von diesem Assessorat, das groß ist und das ja die Governance vorgeben müsste. Governance ist die politische Entscheidung, wo gehe ich hin? Die Ziele, die Mission, das muss doch herauskommen. Das höre ich nie. Bei uns macht das alles der Sanitätsbetrieb. Ja, der, nur der Organisator, der Umsetzer, das ist sein. Der ist der Umsetzer der Vorgaben des Sanitätsbetriebes und die nehmen das nicht das Sanitätsbetrieb, das Assessorat. Und das Assessorat wird mit dem Gesundheitsministerium kommunizieren. Das Gesundheitsministerium kommuniziert nicht primär mit dem Sanitätsbetrieb. Denn dann würden ja das Ministerium mit, ich weiß nicht, wie viel wir Sanitätsbetriebe in Südtirol, in Italien haben, die würden ja mit denen dann ständig müssen kommunizieren. Also die kommunizieren mit den entsprechenden Assessoren. Apropos Rom, die Prognosen gehen davon aus, dass Mitte rechts siegen wird.
Die SVP, die Position der SVP kann man auf der Facebook-Seite der Partei nachlesen, wo es heißt, dass die Umfragen ein düsteres Bild zeichnen. Wenn Mitte rechts gewinnt, ist Ihr Bild ähnlich düster? Ja, das sehe ich auch so und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich kandidiere. Ja, ich wollte den Menschen eine Möglichkeit geben, vor allem durch das Wahlgesetz. Das Wahlgesetz ist ein Mehrheitswahlgesetz. Und da ist der gewinnt, der die meisten Stimmen hat. Ein oder zwei, das ist halt so. Und dann sagen sich wahrscheinlich viele, ich kann nichts dazu beitragen, ist eh schon entschieden. Also was muss ich tun? Ich muss diesen Menschen eine Wahlmöglichkeit geben. Und das habe ich als Demokrat und vor allem in der Demokratie ist das entscheidend. Diese Wahlmöglichkeit muss man ihnen anbieten. Wen kann ich jetzt halten? Und vielleicht gelingt es uns durch meinen Beitrag, durch meinen kleinen Beitrag als Kandidat, all jene Wähler zu holen, die sagen, ich gehe eh nicht zur Urne. Und weil sie nicht zur Urne gehen, werden all jene gewinnen, die den rechten Lager zugeordnet sind. So eine Art Brexit-Effekt. Brexit will ich nicht sagen, das glaube ich nicht. Das weiß Italien ganz genau, das wird nicht sein. Aber wenn ich heute die absolute Mehrheit im Parlament oder im Senat erreiche, dann stehen ja viele Wege offen. Dann könnte diese Rechts, Mitte rechts oder mehr, das der Verfassung ändern. Die haben dann zwei Drittel Mehrheit drinnen. Und wenn ich zwei Drittel Mehrheit drinnen, dann kann ich auch Verfassungsänderung machen. Und das ist ja vor allem der Gedanke, könnten wir nicht ein Präsidialsystem einführen? Dann gehen wir in die Richtung Ungarn, Orban. Und ist das unsere Zukunft? Ich glaube, wir müssen mehr, und das ist ganz die erste Frage, Autonomie, Subsidiarität. Wir brauchen das und nicht mehr Zentralisierung. Für das kämpfe ich auch. Und ich glaube, dass mir diese Subsidiarität auch im Rahmen der EU, der europäischen Einheit, die uns ja umfängt, das zusammenhält, dass die ganz wichtig ist. Denn wir haben nur deswegen die Corona-Krise, aber alle anderen Krisen, die in der Vergangenheit waren, gut gemeistert, vor allem auch Italien, weil wir eine EU, die uns umklammert, dasteht. Und Sie sehen ja, was hat Italien welches Geld bekommen zur Erneuerung der Infrastruktur in der EU? Die BNR-Gelder, die sind ja enorm. Und jetzt geht es genau darum, dass diese richtig eingesetzt werden. Darf ich dazwischen hacken? Ja. Weil da habe ich vor kurzem einen berechtigten Einwand eines Gewerkschaftsvertreters gehört. Natürlich, wunderbar, wie viel die Sanität da an Geldern erhält, die bis 2026 ausgegeben werden müssen sollen. Aber wer finanziert die Strukturen, die Mitarbeiter, die in diesen Strukturen arbeiten, anschließend? Hat sich da irgendjemand Gedanken darüber gemacht? Jetzt geht's, die BNR-Gelder sind ja Infrastrukturgelder und die in vielen Bereichen hineingeht. Und was wir, und ich habe es auch kurz gesagt, was wir vergessen haben oder nicht getan haben in Italien, wir haben zu wenig in die Infrastrukturen investiert, auch in die Krankenhäuser. Und wenn es darum geht, die Infrastrukturen mit diesen Geldern, weil sonst muss das ja der entsprechende Staat oder die entsprechende Region machen, über solche Gelder wieder in Ordnung zu bringen, dann habe ich Gelder zur Verfügung für das andere. Und ich gehe davon aus, und das ist so, Italien gibt für die Gesundheit vom Bruttoinlandsprodukt nicht übertrieben viel aus, verglichen mit der Schweiz oder mit Österreich. Wenn ich die Schweiz hernehme, geben die ungefähr 14%, 13,5 bis 14%, ich will die Staaten ja weglassen, vom Bruttoinlandsprodukt für die Gesundheit aus. Und Italien liegt, ich glaube, ich habe jetzt nicht die neuesten OECD-Daten. Die alten OECD-Daten aus 2018, 2019 waren bei 6,8, 7,2% des Bruttoinlandsproduktes. Österreich liegt bei 12%. Also gibt Italien von einem steuerfinanzierten Gesundheitssystem nicht so viel aus. Und das brauche ich für die Mitarbeiter. Und wir müssen das Gesundheitssystem ja deswegen erst attraktiv machen, dass diese Mitarbeiter hineingehen, vor allem jetzt, wo Fachpersonalmangel ist. Und ich kann, da hat der Gewerkschafter nicht ganz gut recht, ich muss versuchen, über
neue Lohnverträge und so weiter, die Gehälter nach oben zu holen. Und das hat nichts jetzt mit BNR zu tun, sondern das ist ein ganz anderes Thema. Das ist jetzt ein nationales und lokales Thema. Vor allem bei Südtirol könnte ich, weil wir ja die sekundäre Zuständigkeiten für die Finanzierung des Gesundheitssystems haben, sehr wohl nachbessern. Kurze Ergänzung dazu, als ich gefragt worden bin von jemand, ja wegen die Gehälter, dann habe ich gefragt, wann sind die Grundgehälter das letzte Mal erhöht worden, hat er gesagt, ich glaube vor 20 Jahren. Das heißt, das Grundgehalt ist beinahe seit 20 Jahren immer gleich, sondern sie haben die Gelder, die Erhöhung ihrer Gehälter vor allem über andere Zuwendungen, wie gesagt, projektbezogene oder Gebietszulage und so weiter aufbessern können. Aber ich muss das Grundgehalt nach oben fahren. Und das ist aus mir ja immer, und wissen wir genau aus den grenznahen Gebieten, dass deswegen sehr problematisch wird und dann Leute uns verlassen, weil sie in anderen Orten rein wegen dem andere Voraussetzungen haben. Betroffen, Finschka, Wipptal natürlich, Pustertal ebenfalls. Gibt es da irgendwelche Ideen, außer Lohnerhöhung gegenzusteuern? Ja, ich denke, das ist die Ausbildung. Die erste ist die Ausbildung. Wir müssen wegkommen von einer zentralisierten Ausbildung. Wir haben es ja jetzt in der Corona erlebt. In der Corona haben wir die ganzen Videokonferenzen gelebt. Wir haben Distanzlearning gelernt. Also was kann ich? Ich könnte ja sehr wohl heute als Claudiana hergehen und sagen, ich mache Distanzlearning für die Vorträge, indem 30 in Brixen sind, 30 in zusätzliche Anstellungen, in Bruneck, in Schlanders, in Meran, dann werden all jene, die vielleicht unsere, die deutschsprachig sind, dort bleiben. Aber auch, ich könnte auch, und die Praktika werden eh in der Peripherie draußen gemacht. Denn wir müssen unsere Ausbildung nach oben fahren. Oder ich könnte mir genauso überlegen, wenn wir schon über Euregio reden und über Europa reden, warum kann ich solche Distanzlearning oder solche Ausbildungskonzepte nicht über Österreich, über Nordtirol machen? Die haben ja Ausbildungsstrukturen. Nachdem das Gesundheit, also das Pflegeausbildung überall bereits akademisiert wurde. Früher war es nicht akademisiert in Österreich, jetzt ist es akademisiert, die machen alle Bachelors, also ist es gleichbedeutend. Und damit können die solche Wege sehr wohl beschreiten. Und nochmal, um Zahlen zu nennen, wenn wir in Nordtirol hergehen, Nordtirol bildet circa zwischen 400 und 600 Pflegepersonen pro Jahr aus. Und Südtirol? Und Südtirol? Claudiana mit 140 zugelassen. Fertig machen 90, durchschnittlich. Von diesen 90 gehen 30 ins Ausland. Circa 30%, nicht 30, ich sage nur 30% ins Ausland. 10% sagen, ich mache mal ein Sabbatjahr nach dem ganzen Studium. Also es bleibt mir dann übrig, circa die Hälfte, 40, 45. Und wie will ich das, wie will ich dann den normalen Abgang rein kompensieren? Denn ich brauche das Pflegepersonal nicht nur im Krankenhaus, ich brauche das Pflegepersonal ja auch in den Altersheimen. Da ist es ja auch so notwendig. Also muss ich mir schon Gedanken machen, wie kann ich diesen natürlichen Abgang kompensieren? Und all das, was ich heute entscheide in einer stärkeren Ausbildung, wird ja erst in 4 Jahren greifen. Denn die Ausbildung dauert halt 4 Jahre. In der Zwischenzeit wird aber Pensionierung zunehmen. Denn wir sind, und da zähle ich mich auch dazu, zu den geburtenstarken Jahrgängen zählen. Und damit werden viele uns verlassen. Und was ist das, die Häuser, wenn man sie anschaut, aber nur auch die Altersheime, die haben dann keine Pflegepersonen mehr. Also im Sozialen, dann sagen wir mal schnell Siedlerkurse. Ich will sie nicht jetzt Anführungszeichen, schnell Ausbildung. Aber sind wir ehrlich, ich brauche dort auch Pflege. Sprechen Sie dieser Ausbildung der Qualität an? Nein, aber eine Ausbildung, das sind systemrelevante Berufe und ich komme von dem. Und weil es eine Ausbildung braucht, mehr. Das kann ich nicht alles auf kurze Zeit runterdrücken. Ich will denn nicht die Qualität absprechen, aber das geht halt nicht. Das wäre genauso, wenn ich in der Schule sage, ich kann innerhalb von 5 Jahren, in 2 Jahren die Matura machen.
dann werde ich nicht den Stoff unterbringen. Und so ist es hier auch. Das ist eine Notlösung, verstehe ich, das müssen wir auch machen. Weil sonst haben wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann keine Leute mehr. Erstmal zusparen. Ja, und ist das, nachdem das ein systemrelevantes System ist, also Erhaltungssystem ist, dann muss ich was tun, sonst geht es nicht. Und dann werde ich solche Wege beschreiten. Aber ich muss auf der anderen Seite was mehr machen. Ich muss schauen, dass wir Ausbildung, nochmal Ausbildung haben und diese Ausbildung, wenn sie systemrelevant, auch gut bezahlt werden. Und dann glaube ich, dass viele junge Leute diesen wunderbaren Beruf, das ist ein wunderbarer Beruf, so sehe ich es. Ich habe Medizin von Herzen gerne gemacht und auch die Pflege. Dann werde ich wieder Leute gewinnen, denn die Menschen, also junge Menschen, sind sehr sozial ausgerichtet. Nun zu einem anderen Thema, was Ihnen auch sehr am Herzen liegt, und zwar Klima und natürlich auch Verkehr. Sie treten in einem Wahlkreis an, der besonders geprägt ist vom Verkehr, wiederum Finchgau, Bustertal, Eisacktal, Wipptal. Kein Wochenende ohne Stau. Was sagen Sie zu der Situation und wie kann man die ändern? Ist die überhaupt zu ändern oder was kann die Politik tun? Ich glaube schon, dass man was tun kann. Erstens meine ich, ich sehe es jetzt am Wochenende, gibt es ja die große Kundgebung in Gossensass. Auch, das kommt aus der Bevölkerung heraus, wo sie sagen, so geht das nicht mehr. Und das verstehe ich auch. Denn Gesundheit und Umwelt und Verkehr hängen zusammen. Denn je mehr ich Umweltbelastung habe, umso höher ist die Belastung des Gesundheitssystems oder Erkrankung. Das gehört zusammen. Und als Mediziner und vor allem als Sozialmediziner, aber auch als Arbeitsmediziner, die mich mehr Gesundheitsbereich ausgebildet habe, müssen wir was tun, um das zu reduzieren. Ich glaube, dass man nachdenken muss, wie kann ich den Verkehr reduzieren? Wir müssen auch jetzt einmal nachdenken, muss immer mehr sinnvoll sein. Bis jetzt ging es nur darum, wie schleuse ich schnell von A nach B. Genau. Sie möchten reduzieren. Wie? Ich denke, wir müssen ja auch in das, in unsere Gedanken gut hineinkommen. Wir werden von der Umwelt, die Umwelt verlangt es für uns zu sagen, weniger ist mehr. Und wenn ich jetzt die Nachhaltigkeitstage... Sie zitieren Schuler. Nein, ich zitiere nicht Schuler. Da gibt es viele andere, da gibt es gute Bücher dazu, die das auch sagen. Ich bin ja in der Schweiz gewesen. Warum ist es in der Schweiz anders? Entweder oder. Ich sage, in europäischen, all diese, die über die Alpen fahren, müssen überall gleich viel zahlen. Denn das ist immer. Also werden jene den Umweg machen, die den Weg finden, da kostet es mir am wenigsten. Das ist in der Logik. Ein Unternehmer wird so planen. Ist in Ordnung. Aber wenn ich sage, wir haben über die Alpenterrassen die gleichen Kosten, rechts und links und überall, dann werden die Fahrer jene Ebene einstecken, wo es am kürzesten ist zum Ersten, weil es gleich viel kostet, vielleicht auch weniger dann. Das heißt, wir haben es jetzt schon, früher war es immer die Thematik über den Dieselpreis, der ist ja jetzt nicht mehr, also vielleicht in Österreich teurer wie in Italien, aber das ist jetzt nicht mehr das große Thema. Das Zweite, denke ich, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht ein System einführen, das sagt, wir kontingentieren es. Warum kontingentieren? Diese Straßen, die wir hier haben, diese Autobahnen und dergleichen, die sind ja nicht auf diese Menge ausgelegt worden. Und also ist jetzt diese überlastet. Und wir sehen es jetzt klassisch im Norden, in Österreich, in Tirol, die Luegbrücke, die jetzt vor der Sanierung steht. Und dasselbe wird wahrscheinlich auf uns zukommen. Und da muss ich mit Rom reden, was bedeutet das? Wenn die Luegbrücke oben saniert wird, dann wird automatisch ein Stau entstehen. Denn es ist das physikalische Gesetz, wenn es so läuft und es wird enger, dann wird alles auf diese Sache zugeführt werden. Also wird Stau hinten angehen. Oder ich mache die Geschwindigkeit schneller, dann läuft es auch. Also das geht dann nicht. Das wird also das Wipptal und dergleichen wird dann noch mehr belastet. Und dasselbe ist, wir werden wahrscheinlich unsere Autobahnbrücken und dergleichen auch sanieren müssen.
die sind ja auch für alle 50 Jahre alt. Und was heißt das? Was heißt das in der Zukunft? Dann habe ich nochmal Stau. Das würde ja für diese Belastung, für diese Bevölkerung noch zu einer größeren Belastung werden. Und ich denke, da muss die Politik sowohl in Rom als auch bei uns, als auch in der EU darüber nachdenken, wie kann ich die Bevölkerung vor dieser Menge schützen. Das ist ein europäisches Problem, aber auch ein italienisches Problem und ein lokales Problem. Denn letztendlich geht die Gesundheit vor der Wirtschaft. Das ist eine Gesundheit, das ist ein Recht des Menschen. Und das müssen wir dann einfordern. Und dafür würde ich mich auch in Rom einsetzen. Eine letzte Frage vielleicht noch, und zwar zum Thema Wolf. Die SVP setzt sich ja sehr für ein Südtiroler Wolfsmanagement ein und auch dafür, dass Problemwölfe letzten Endes auch abgeschossen werden dürfen. Angeblich wurde bei der ISPRA sogar ein neues Ansuchen gestellt, und zwar um eine Abschussgenehmigung. Es wäre sehr interessant, wie der Stand der Dinge ist. Aber ich habe noch nie was vom Team K zum Thema Wolf gehört. Wie ist Ihr Standpunkt dazu? Also das ist jetzt ein Thema. Überraschend. Nein, nicht überraschend. Ich denke jetzt ein bisschen an, es gibt ja die Eishockey-Mannschaft im Brustertal. Ja. Die heißt die Wölfe. Ja. Also, diese Wölfe im Brustertal, das ist die Eishockey-Mannschaft im Bezirk von ihr. Von denen bin ich an sich, ich bin kein großer Eishockey-Fanatiker, aber ich wünsche, dass diese Eishockey-Mannschaft als die Wölfe gut und bestens durch diese Saison kommen. Thema Wolf generell, ich bin jetzt kein Fachmann davon und ich denke immer, ich möchte nicht immer über Themen reden, wo ich nicht Fachmann bin. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie gelingt es uns, dass Menschen oder Bevölkerung oder Bezirke oder Betriebe in einem System zusammenleben können, das nochmals Wölfe sind oder andere Tiere, also Greiftiere oder dergleichen oder auch Wölfe. Denn wir sagen also, der Adler will man ja auch erhalten. Der könnte ihnen ja auch was nehmen. Also das muss man diskutieren und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass man, wie es in anderen Bereichen ist, wo man sagt, okay, das sind Wölfe, die Gefahren darstellen und dergleichen oder dieses Rudel, dass man hier intervenieren könnte. Das muss mit Fachleuten diskutiert werden und ich bin immer ein großer Freund, dass man zuerst mit den Fachleuten redet und dann diese Fachleute sagen, so und so könnte mir vorgehen und das könnte man auch in dieser Form umsetzen. Was ich nicht nachvollziehen kann, wir können nicht sagen, wir wollen ein wolffreies Südtirol haben. Das ist Populismus, das geht nicht. Denn wir haben Wölfe in Trient, wir haben Wölfe in der Slowakei, nicht in Slowenien, wir haben Wölfe in den Graubünden und die werden wandern, die gehen drüber. Also muss ich mit diesen ganzen Regionen darüber diskutieren, wie kann man dieses Management, Wolfmanagement umsetzen. Und ich glaube, dass man das sehr wohl Wege findet, das im Sinne der Bevölkerung, aber auch der Bauern oder anderen zu regeln. Vielleicht ist sie ist ja Jägerin oder will Jägerin werden, vielleicht ist sie deswegen für einen eher schnelleren Abschuss. Eine sehr diplomatische Antwort, glaube ich, gerade ihr gegenüber, aber... Nein, ich hätte gerne mit ihr diskutiert. Ich kann nicht diskutieren, das ist mein Problem. Weil ich denke, sie kommt ja aus dieser Ebene und ich denke, wie sieht sie das? Ich rede jetzt da mit Ihnen und das ist jetzt persönliche Meinung. Mhm. Aber wie sieht sie das? Wie hat sie diskutiert? Und deswegen wäre es ja angenehm, mit ihr zu diskutieren. Nichts Böses, sondern ich möchte immer die Dialektik vor. Anstellen. Und das gelingt nur, wenn ich ein Vis-à-vis habe und nicht nur ein Phantom oder ein Bild. Ich bedanke mich herzlich, Herr Franz Blohner vom Team K. Sehr interessante Ansichten und man sieht sich nach dem Wahlkampf. Ja, ich bedanke mich auch bei euch für die Einladung zu diesem heutigen Abend und vielleicht habe ich etwas beigetragen, die Wahl für viele so zu motivieren für diese Wahl, dass sie hingehen, denn es ist doch eine Schicksalswahl für Italien, die doch einiges verändern könnte.
danke nochmals meinerseits für euch, für diese Einladung. Danke.